Jetzt kommt ein junger Mann, der schon häufiger bei uns zu Gast war, Freund unserer Show ist und demnächst eine Mega-Veranstaltung moderieren wird. Aber erstmal möchte ich Ihnen was erzählen. Bitte begrüßen Sie Luke Mockridge. Sehr cool. Sehr cool. Ich freue mich, hier zu sein. Immer wieder geil hier. Es ist total toll. Ich guck hier so in coole Gesichter. Ich glaube, hier sitzen ganz, ganz viele Kids der 90er Jahre. Oder seid ihr da? Wo sind die Kids der 90er Jahre? Yes! Das testen wir jetzt mal. Mutig und freundlich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen. Da sind sie zu Hause jetzt alle. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ja! Sie sind völlig da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ja! Geil, Mann! Ihr habt es so geil gesungen, das ist der Moment, wo der Stuhl von Nena sich dreht. Kommt ins Team Nena. Nein, fick dich, Bossos. Wir haben diese geilen Cartoons geguckt, Glücksbärchis. Kennt ihr noch die Glücksbärchis? Ich möchte ein Glücksbärchen sein, das wäre wunderbar. Ey, in welcher Folge guckst du eine Redaktion? Ist das entstanden, Alter? War das so ein Tisch voll so mit so Fernsehmachern? Okay, wir brauchen eine neue Kinderserie. Ich hab eine Idee. Wir haben so 500 bunte Bären mit so Ed Hardy-Logos auf dem Bauch. Und immer wenn die glücklich sind, kommt so eine bunte Scheiße raus. Alter, bist du dir sicher? Vertrau mir. Ich hatte auch die Idee für Bananas in Pyjamas. Ja. Ihr seid da. Ihr seid hier, das ist geil. Oh Mann, ey, so eine geile Kindheit. Dann haben wir immer sonntags morgens Cartoons geguckt mit unseren Geschwistern. Ne? 3:30 morgens sind wir wach geworden, runtergeschlurft, so eine Salatschüssel voll mit Zini-Minis. Oder Nesquik, kennt ihr Nesquik, diese Schokoballs von Nesquik? Voll geil, oder? Hast du reingeschüttet Milch drauf, dann war das Kakao! Wie ging das? Das ist was für eine Severus Snape Getränke-Scheiße Harry Potter ist. Aber Nesquik war immer, wenn du das gegessen hast, war komplett der komplette Gaumen zerfickt danach. Oder? Hat sich aber voll gelohnt. Ich fand meine Kindheit in den 90ern war großartig. Ne? Ich meine, weil wenn dir langweilig war in den 90ern, wenn du Langeweile hattest in den 90er Jahren, dann war dir fucking langweilig. Das kennen die Kids heutzutage gar nicht mehr. Ne? Wenn den Kids heutzutage gar langweilig wird, ne, dann rasten die so völlig aus. So, ey, die nächste Bahn kommt erst in 2 Minuten. Was soll ich machen? Die Lebensverschwendung, ey. Handy raus, ne? Hier Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, werbumstwen.de, wo die 12-Jährigen halt so sind heutzutage. Ne? Wenn dir in den 90er Jahren langweilig war, ey, dann war dir fucking langweilig, dann standst du da so, yo. Ganz schön langweilig. Also. Mein Schnapparmband schnappt nicht mehr. Mein grüner Slime ist voll mit Hundehaaren. Kennt ihr noch Slime? Dieser grüne Hulk-Durchfall in der Dose, Alter? Slime war genau 2 Tage cool. Du hast das Geschenk bekommen, so wow, toll. Nach 2 Tagen kompletter Teppich, Hundehaare da drin. Und Slime ist voll mit Durchfall, ne, irgendwie hier. Mein Tamagotchi hat ADS. Dann dieses bunte Regenbogending, was so die Treppe runter. Wie hieß das? Ey, hat irgendjemand mal mehr als 2 Stufen damit geschafft? In der fucking Werbung war so spanische Treppe rum. Ich will's zu Hause nachspielen. So in sich verkeilt. Da gab's auch Furbies, diese weißen Haustierratten. Ich weiß nicht, von welchen Dämonen mein Furby besessen war. Und dann immer mitten in der Nacht wollte er mit mir spielen. Also der Kopf um 360 Grad gedreht.
So voll Schiss vor dem Ding mit so einem Stock so weit weg. So. Expecto Patrono. Wir haben noch gespielt damals, ey. Ne? Und dann, wenn ihr langweilig war in den 90ern, ne, dann hat ein toller Tipp der Mama immer, ne? Dann geh doch draußen spielen. An die frische Luft. Okay. Raus so. Geil, jetzt ist mir langweilig und kalt. Danke, Mama. Geiler Tipp. Haben wir schon gespielt, ne? Wir haben unsere Fantasie haben wir gespielt damals. Das war nochmal geil, oder? Wir haben unsere Fantasie, wir sind von Couch zu Couch gesprungen. Um nicht den Boden zu berühren, weil der aus Lava war. Wir haben Fußball gespielt auf der Straße mit Scoutranzen als Pfosten. Delfin und Würfel als Pfosten, ne? Scoutranzen mit Delfin und Würfel. Und dann so WM nachgespielt, ne? Softball in die Mitte geworfen. Und Jürgen Klinsmann auf Mehmet Scholl und das Olli Kahn und Auto! Und weiter geht's um Ronaldo und Roberto Carlos und Mehmet Scholl. Auto! Eismann! Yeah! Oder, wenn du richtig Glück hattest in den 90er Jahren, wenn du richtig Glück hattest in den 90er Jahren, dann war deine Mutter geil drauf und hat dir mal 50 Pfennig mitgegeben. Für einen Kiosk. 50 Pfennig für einen Kiosk, ne? Da hast du... Boah, krass, hast alle Freunde eingeladen. So, läufst du zum Kiosk so mit deinen ganzen Kumpels so und dann legst die 50 Pfennig so hin, so puff, sogar die Kiosk vor, so boah, krass. Ist der echt? So, und dann standst du da mit deinen 50 Pfennig so vom Kiosk so. Dreimal die 4. Zweimal die 9. Ein Schlumpf. Hey, willst du auch einen Center Shock? Ey, wer kennt noch Center Shock, Alter? Das war die ekelhafteste Scheiße, die du essen konntest. Center Shock, ey. Das waren so kleine, einzeln verpackte, in Fukushima hergestellte, ekelhafte, saure Dinger. Ne? Und wir erinnern uns alle an den ersten Center Shock, den wir jemals gegessen haben. Ne? So nichtsahnend. Ne? Der kleine Lucky kriegt einen Center Shock. Willst du einen Center Shock? Ja, klar! Hör ich noch rein? Das ist der Schock, Alter. Ekelhaft, ey. So ekelhaft, die Dinger. Aber das war auch die Zeit, wo die ersten Handys ins Spiel kamen. Ne? Wieso die ersten Handys, die ersten Nokia-Handys. Oh, mit Snake. Oh. Oder wenn du Kohle hattest, Snake 2. Meine Mutter hat mich mal voll angekackt. Die meinte so, ey, jetzt mach mal den Keller sauber und sortier mal den ganzen alten Scheiß vom Keller runter. Da hab ich da mal so sauber gemacht. Da hab ich so eine alte Winterjacke von mir gefunden. 12 Jahre alt. Da war mein altes Nokia-Handy in der Jackentasche. Und ich so, geil, mein altes Nokia-Handy. Und es hatte noch 3 Striche Akku. Und einen Anruf in Abwesenheit. Und dann gab's irgendwann mal die ersten Handys mit Internetfunktion. Ne? Die ersten Nokia-Handys mit einem Browser. Verpixelter Browser. Wisst ihr noch, wo richtig Panik ausgebrochen ist, wenn du aus Versehen da drauf gekommen bist? Du wolltest eigentlich eine SMS schicken, so, fuck! Und 100 Mal die Home-Taste, raus, 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 raus! Ich war 4 Sekunden im Internet! Handyrechnung wird mit 12 Mann reingetragen, so, wir hätten gerne 22.000 Mark von Ihnen. Center Shock. Heutzutage alle auf Facebook, alles ist auf Facebook, heutzutage alle auf Facebook, ne? Ich meine, Facebook ist auch ein geiles Ding. Ich glaube, das wird auch bleiben, bis wir tot sind. Da bleibt auf Facebook, bis ans Ende der Zeit bleibt Facebook. Ich werde jemanden bezahlen dafür, dass er nach meinem Tod immer noch meine Facebook-Seite aktualisiert. So geil, stell dir vor, du bist 2 Wochen tot, auf einmal so ein Post von Luke Mockridge, geil, hier oben gibt's WLAN. Alle dann da vorne so, Luke, Luke, Alter, Luke. Er ist in der Cloud. Peace, das war's.